Yo, ich bin Jimmy Jackson von Monkey Man Machine und ihr schaut Making the Band. Yeah! Also, ich hab zum 5. Geburtstag eine Gitarre von Fisher-Price geschenkt bekommen. Von meiner Mutti. Und meinen ersten TV-Auftritt hatte ich in der Mini-Playback-Show. Mit dem Hit. Na, und so wurde mir ein Job angeboten. Als Leader einer vierköpfigen Band in einer Kinderserie mitzumachen. Wir haben dann ein Jahr lang geprobt. Als die Sendung on air ging, was haben sie gemacht? Haben mich rausgeschmissen. Hey! Du drückst uns hier auf überhaupt keine Knöpfe! Du nicht! Aber der leise Text und die laute Musik, das war doch gar nicht! Was mischst du dich denn in unseren Sound ein? Was du dich da einmischt, hat er gefragt! Die Mucke mach immer noch ich! Ich komm hier eh zu kurz! Also, da hast du schon den dicken Solo in dem Song und dann beschwert er sich auch noch! Ohne mich werdet ihr nix! Jimmy Jackson kann auch ohne euch! Nicht wahr, Otto? Otto, du gehörst doch zu uns. Wir machen die Musik. Und wenn ihr jetzt nichts sagt, dann bin ich weg. Karl-Heinz, du weißt, dass das ganz gemein war. Ganz gemein. Ach, ja. Lass mich doch alle Sachen machen. Gustav, ja? Wo ist der Motorrad? Ja, wo ist es denn? Die Sendung hat mächtig Erfolg. Mit meinen Songs. Und ich hab nix. Hab dann jede Menge Scheißjobs angenommen. Und dann kam's richtig dicke für mich. Hab ich angefangen zu trinken, zu rauchen, zu schniffen und zu schlucken. Alles. Ja, und den ganzen Scheiß, den ich mir reingepfiffen hab, hat natürlich auch meine Stimme ruiniert. Konnte ich gerade noch was taugen für abgedrehte Bands. Die PCP. Na, aber ich bin runter von dem Stoff. Ich bin clean. Können wir bei der Gelegenheit mal kurz eine Pause machen? So, da ist er wieder. Kann weitergehen. Jetzt habe ich eine kleine Wohnung und habe mich bei der Künstlervermittlung der Arbeitsagentur gemeldet. Und habe über die erfahren, dass Mondmann Music eine Band zusammenstellt. Und jetzt ist Jimmy Jackson back in business als Frontsänger der Band Monkey Man Machine. Yeah! Sind wir nicht nur das Motorrad los, sondern auch noch ein Bruder. Ach, der ist längst in der Halle Straße und lässt den Feuerstuhl auf gelb lackieren. Oder auf blau. Neues Nummernschild. Mit roter Nummer nach Italien. Oder noch weiter. Von wem redet ihr eigentlich? Wer ist in der Halle Straße? Jimmy Jackson ist in der Halle Straße. Yeah! Also Leute, vergesst nicht, zieht euch das Video rein und abonniert den Kanal. Yeah!